Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Waldo und herzlich willkommen zurück zum Teufel in mir, The Devil in Me. Wir sind hier gerade abgestürzt mit dem guten Mark. Vor ungefähr 2,5 Sekunden haben die ganzen Leute hier noch gesagt, ja, wir dürfen uns nicht trennen, lass uns zusammenbleiben. Zack, wurden sie alle getrennt. Es ist, alles sehr gut geplant hier von unserem Gastgeber. Ich bin sehr gespannt, wer es sein wird. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Wir sind gerade hier gelandet und ich glaube, das hier neben uns ist ein Säurebecken. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Okay, kann man sich hier nichts angucken? Doch, da ist doch irgendwas. Was ist das? Da ist doch irgendwas drin, oder? Oder nicht? Also, ich erkenne jetzt hier nichts. Wenn da jetzt gleich irgendwas auftaucht, ne? Dann flippe ich aber aus. Wir sollen ja Fotos machen. So wie ich das verstanden habe. Von allem Möglichen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Fotos. Denn wir sind eben Fotograf. Können wir von dem Becken jetzt auch ein Foto machen oder nicht so? Was ist denn da drin? Da ist doch irgendwas drin. Beweise sollen wir also sammeln. Keine Ahnung wovon, aber ich mache mal von allem Fotos. Von den Silos hier. Okay, geht nicht. Immer wenn dieser Kreis in der Mitte farbig wird, also grün wird, ich glaube es ist grün, haben wir die Möglichkeit zu fotografieren. Mhm. Hier allerdings keine Möglichkeit. Den Container haben wir fotografiert, ne? Also diesen Kanister hier. Sonst geht gar nichts. Okay. Sehen wir uns noch ein bisschen um. Hier gibt es bestimmt noch was zu finden. Lustige, wunderbare Dinge, die wir hier finden werden. Ich freue mich riesig. So, was ist das hier? Aha, was liegt hier? Ist das etwa eine Münze? Ich frage mich wirklich, wie viele Münzen wir schon gefunden haben. Und wie viele da noch folgen. Wir sind jetzt gerade bei 58, Freunde. 58. Das ist schon nicht ganz so schlecht. Kann ich jetzt hiervon auch ein Foto machen? Von dieser Kette da hinten? Nö, das ist eher uninteressant, wie es aussieht. Das Spiel gibt aber auch keinem, keine Infos, was man fotografieren soll. Also man kann sich das selber aussuchen. Kann ich hiervon... Oh. Okay. Wenn ich kann, mache ich. Weiß nur nicht, ob es irgendwas bringt. Da hinten ist noch was am Leuchten. Was bist du? Paint Thinner. Oh, hier, Farbverdünner. Wofür? Improves Brushing Qualities. Oh, das Wichtige ist wahrscheinlich da oben. Wir haben ja unseren Selfie-Stick. Und damit können wir locker flockig das... Oh. Was haben wir denn hier? Passt sogar. Perfekt. Und was kann ich jetzt damit machen? Bessere Fotos? Bekomme ich wenigstens eine Beschreibung, was ich damit machen kann? Nö, nichts. Okay, cool. Danke für das neue... Ist das ein Objektiv? Oder eine neue Linse? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich bin überhaupt nicht der Fotograf. Aber ich glaube, es ist ein Objektiv. Voll die Blamage, wenn es das nicht ist. Was sind wir denn hier? Das leuchtet hier so... speziell. Aber irgendwie ist es dann doch nichts, oder? Ich kann auch kein Foto machen. Was haben eigentlich diese Pfeile da unten zu bedeuten? Was ist, wenn ich die... Da bringt gar nichts, oder? Wenn ich die genau auf selbe Höhe bringe. Das bringt nichts. Okay, wir gehen weiter. Ich probiere gerade ein bisschen aus, weil ich habe dieses Konzept hier noch nicht verstanden mit den Fotos machen.
weil ich einfach nicht weiß, wovon. Wovon soll ich Fotos machen? Okay, hier ist noch mehr Stuff zum Farbe verdünnen. Keiner weiß, wofür man das braucht. Öffnen. Okay. Ja, das geht doch nicht auf. Tolle Wurst. Verschlossen. Muss ich wieder zurück? Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Da ist irgendwas im Wasser. Ich hab's gesagt und schrecke direkt zurück. Okay, mit unserer neuen Kamera können wir auch nicht wirklich was tun hier. Von da sind wir runtergekommen. Ja, ja, ja. Hm. Kann ich von der Zelle vielleicht ein Foto machen? Auch das ist nicht möglich. Gut. Dann habe ich doch safe hier irgendwas übersehen, oder? Was eigentlich mit dieser Tür? Geht nicht auf. Was? Verstecken? Oh. Oh mein Gott. Der wird uns killen, wenn er uns sieht, oder? Da ist die Tür. Er ist durch die Tür gegangen. Oh. Okay. Hat er die Tür jetzt offen gelassen? Kann ich da jetzt... Ja. Ja, 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 ja. Let's go. Okay, was zum Henker ist das für... Ist er wieder durch die Tür? Ja, ist er. Oh mein Gott. Alter, einfach Jeffrey Dahmer. Der hat uns nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Das war aber keine echte Hand, das war eine Puppenhand, ne? Also, natürlich. Da wäre sonst ein wenig zu wenig Blut. Das hast du gut gemacht, Mark. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Der könnte aber jeden Moment wieder zurückkommen. Deswegen, ich sollte mich vielleicht beeilen und mich umsehen. Wenn ich hier irgendwas finden möchte. Okay. Von hier kamen wir. So, was gibt's hier? Okay, ja, alles klar, das ist Kate. Aber sind das auch Kates Augen? Nee, was? Oh. 72, 93. 72, 93? Moment. Moment. 72, 93. Wo ist mein Stift? Ich schreib's mir aufs Handy. Verdammt. Okay, was? 72, 93 war das, ne? Mhm. Mhm.
7293, alles klar. Sorry. Kann ich hier sonst noch irgendwas finden? Am Ohr? Nein. Am Kopf? An der Stirn? Das Auge? Da hängt ein Kabel raus. Da ist die Zahl. Ich glaube, viel mehr ist das nicht, oder? Nee, ich glaube, das war's. Dieses rote Licht macht einfach mal gar kein Licht, was wir da in der Hand haben. Ist das überhaupt an? Es ist offensichtlich an. Ja, keine Ahnung. So, was ist mit dir, Kollege? Oh, das ist der Bartyp. Bar 0028. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich schreib's mir auf. Bar 0028. Keine Ahnung, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Aber das ist der Barkeeper, der uns netterweise auf die Zigaretten aufmerksam gemacht hat. Ich erinnere mich. So, die Puppe hier können wir uns nicht anschauen, oder was? Ist hier sonst irgendwas Interessantes für uns? Okay, wir gehen jetzt dahin, wo unser guter Freund lang gelaufen ist. Oh mein Gott! Uiuiui. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut. Okay. Ich bin gar nicht schreckhaft. 0. 6883. Oh, hoch. 68. 83. Aber der liest das so... Der liest das so vor, als wäre es super wichtig. 68, 83. Der liest das so vor, als wäre es echt wichtig. Warum? Und was ist das? Das echtes Blut? War das ein echtes Körperteil? Ich kann das hier überhaupt nicht richtig einschätzen. Was Puppe und was Mensch ist. Krank. Dieses Spiel ist krank. Absolut krank. Ist hier irgendwas? Nein. Darf ich mal durch, liebes Bein? Entschuldigung. Hallo. Okay. Ist ein bisschen ekelhaft gerade. Auch wenn ich weiß, dass es Puppen sind. So, da ist noch ein Kopf. Okay, Geheimnis gefunden. Echte menschliche Zähne, die im Kopf einer Animatronik gefunden wurden. Oh, das sind echte Zähne. Das ist stark. Und dazu sagst du nichts, Kollege? Gar nichts? Wir sollten schleunigst hier weg. Schleunigst. Ist hier noch irgendwas? Sehe ich jetzt nicht. Okay. Weiter. Ich habe keine Ahnung, wo unser Freund langgelaufen ist. Und ich mache noch ein Foto vor Schreck. Wo ist er? Wo kommt? Ach, da. Ich hab mein scheiß Licht noch an. Ist das wichtig? Ich hoffe nicht. Was tut der? Oh, du Drecksack. Alter, wie der mich abfuckt. Wer ist das? Okay, da hinten ist aber kein Ausgang, ne? Wo geht denn der jetzt lang? Kann ich? Was zum Henker, Mann? Was zum Teufel? Ja.
Okay, das sind echte Haare, oder? Press it! Press the button! Press the button! No, no, I can't look! Press the button! Press the button? Hat er gerade... Okay, Mark, reiß dich zusammen. Es wird nichts Schlimmes passieren. Überhaupt nichts Schlimmes. Bist du sicher? Was zum Teufel? Okay, cool. Er wollte es so haben, ne? Er wollte es ja. Was ist das hier? Okay. Ja. Klasse. Warum schaue ich mir das hier gerade an? Was? Was bastelt der jetzt da? Eine Waffe? Bastel bitte. Bastel bitte eine Waffe. Das ist eine Waffe. Sehr, sehr gut. Also wenn es drauf ankommt, haben wir eine Waffe. Das ist schon mal gut. Besser als keine Waffe zu haben, oder? Okay, ist jetzt die Frage, wo ist er langgegangen? Achso, der ist da hinten durch die Tür wieder raus. Ja klar, da ist ja der Ausgang. Ich Idiot. Was gibt's hier? Oh, noch eine Vorahnung. Kate hat wen gefunden? War das Mark? Ja, das war auf jeden Fall Marks Jacke. Sein Hoodie. Mhm. Nicht gut. Nicht gut, was sie da gesehen hat, glaube ich. Sie war sehr geschockt. Die nächste Münze oder die nächsten Münzen. Wir werden es gleich sehen. Von 58 springen wir auf 63. Und ich weiß immer noch nicht, was wir damit machen können. Wahrscheinlich irgendwann am Ende können wir uns davon irgendwas kaufen bei dem Kurator. Was Interessantes, hoffe ich. Okay, wir können uns den Fernseher mal ansehen. Ja, komm. Oh. Okay, Moment. Ja, wir haben ja ein paar Zahlen gesammelt. Das können wir uns gleich anschauen. Hector Monday, FBI-Ausweis. Okay. Das ist stark. Was? Warum hat er diese Karte? Woher? Okay, das ist dieses Geheimnis hier. Ein Ausweis. Hector Monday arbeitet seit 1989 für die Behavioral Science Unit des FBI. Sein Foto wurde unkenntlich gemacht. Warum? Ist ja jemand sauer auf Hector Monday? Ist das der Fall? Was bist du? Ein umgedrehtes Bild? Willkommen, neue Rekruten! Eine Fotografie einer Gruppe neuer FBI-Rekruten in der Ausbildung. Eins der Gesichter wurde mit einem dicken schwarzen Stift unkenntlich gemacht. Der unkenntlich gemachte Mann auf dem Foto ist wahrscheinlich Hector Monday. Okay. Entweder jemand mag Hector Monday überhaupt nicht, oder unser Killer ist Hector Monday. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mir erstmal anschauen, was wir hier finden. Okay, erstmal hier den hier. Confidential. Also streng geheim, oder was? Psychologische Beurteilung durch Dr. Isabella Garcia. Aha. Name des Patienten, Monday Hector. Was? Verhaltensbeobachtung. Hector erschien 24 Minuten zu spät zum vereinbarten Termin. Mit Beginn der Therapiesitzung fiel es ihm schwer, Blickkontakt zu halten. Er konnte seine Gefühle nur mühsam in Worte fassen und wirkte die ganze Zeit kurz angebunden und verschlossen. Hector arbeitet häufig bis spät in die Nacht, was zu Schlafmangel führt. Okay.
Hector sprach über seine kürzlich verstorbene Mutter. Es war offensichtlich, dass er ihren Tod noch nicht verarbeitet hat. Ich wollte ihm Antidepressiva verschreiben, aber er wehrt sich gegen den Vorschlag. Er glaubt, dass sie sich negativ auf seine Arbeitsfähigkeit bei seiner aktuellen Ermittlung auswirken könnten. Hector beschreibt seine Arbeit präzise und bis ins kleinste Detail. Im Gegensatz zum Beginn der Sitzung sind seine Gedankengänge dabei kohärent und logisch. Er legt eine ungesunde Obsession mit seiner Arbeit an den Tag, doch möglicherweise ist sein kürzlicher Verlust das tiefer liegende Problem. Hat seine Mutter verloren. Ist psychisch angeschlagen. Ich habe so das Gefühl, da fügt sich etwas zusammen hier. Ich habe das Gefühl, unser guter Killer ist Hector Mandé. Ich weiß nicht warum. Okay, ich untersuche mal. Ich habe ja ein paar Ziffern aufgeschrieben, ne? Ich fange mal an mit 7293. 7. 2. 9. 3. Das war sogar richtig? Körper. Oh. Totkörper. Mess? Kann ich die anderen auch eingeben? 0028? Alles, was die Puppen gesehen haben. Das sieht er. Seht ihr das links? Den Schatten. Wow. Okay. Letzte Zahl, die wir gefunden haben. 6883. Okay. 8 8 3. Wir schauen uns alles an. Alles, was wir gefunden haben. Oh. Oh, hi. Fuck! Alles okay? Nein! Ich... Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht! Das war, der Hut, oder? Der Hut, glaube ich. Als wir uns den Hut genauer angeguckt haben. Interessant. Finden wir noch mehr Zahlen hier? Würde ich mir sehr wünschen, aber ich glaube nicht. Schade. Okay. So, hier ist... Ah, oh, hier ist ein Gitter. Kommen wir da raus? Da kommen wir raus. Weißt du was? Wir hauen ab. Denn das bedeutet, dass wir hier nicht mehr sterben können. Das ist sehr gut. Kaum sage ich's, schon sind wir tot, oder? Na komm, Mark. Klappe hinter dir zu, da weiß er doch, dass er jemand war. Wie blöd sind die eigentlich? Der sieht doch, wenn er in diesen Raum geht. Die Absperrung fehlt. Ist bestimmt von alleine abgegangen. Wahnsinn. Suche nach einem Ausweg. Okay. So, jetzt sind wir mit der Dame hier unterwegs. Wie heißt sie nochmal? Jamie, ich vergesse immer ihren Namen. Hallo? Hallo? Wobei ich ja immer noch das Gefühl habe, dass hier mehrere Killer unterwegs sind. Ich bin keine Laborratte, mit der man spielen kann. Offensichtlich bist du das gerade in diesem Moment. Und damit müssen wir uns eben abfinden. Hier ist nichts, was man sich angucken könnte. Okay. Und was jetzt? Ja, was wohl? Durch die Tür. Finde einen Weg hinter die Wand. Hol dir einen Vorschlaghammer und dann let's go. Hier ist es super dunkel. Habe ich eine Taschenlampe? Habe ich. Oh, Glück gehabt. Oh, ich glaube, das ist der Raum, wo Aaron eingeschlossen war, oder? So, wir haben hier wieder ein super Rätsel.
Womit fangen wir an? Das hier auf jeden Fall. Den hier auf jeden Fall. Sieht gut aus. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Passt. So, und an den hier. Denn wir sind komplett unter Strom, Freunde. Läuft. Das ist echt nicht so schwer, das Rätsel, aber es ist ganz cool. Das ist ganz cool. Man muss halt drauf achten, wo die Pfeile hingehen. Mach deine Taschenlampe an, ich bitte dich. Ja, yeah, na geht doch. So, vorantasten. Haben wir hier noch irgendwas drin? Hier war doch diese geheime Wand, wo der Killer durchkam. Nee. Können wir von der Seite wahrscheinlich nicht öffnen. Vorantasten. Oder hindurchquetschen wohl eher. Okay. So. Ein langer, dunkler Gang. Gefällt mir nicht. Hier ist abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Der Typ achtet wirklich drauf, dass die Türen alle zu sind. Nur die nicht, wo er uns haben möchte. Merkt ihr das? Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Er lässt uns keine andere Wahl, außer dahin zu gehen, wo er es möchte. Das ist, haben wir überhaupt eine Chance? Kann man das hier öffnen? Kann man. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Was denn? Wurde hier alles durchsucht? Sieht sie danach aus, ne? Was ist das hier? Oh, das Lippenbalsam. Gut, dann haben wir das auch mal gefunden. Lipbalm. Das können wir vielleicht der Erin wiedergeben. Da freut sie sich doch bestimmt. Da freut sie sich doch bestimmt kunterbunt. Okay. Okay, das ist cool, dass der Lichtstein durch den Körper hindurch scheint. Klar. So, im Schrank haben wir sonst nichts. Hier ist gar nichts. Wir sind also nur wegen dem Lippenbalsam hier reingekommen. Hier ist offensichtlich die Tür offen. Ich weiß nicht, wem diese Tür gehört. Ich guck mal ganz schnell hier. Hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir doch mal durch die Tür, die schon offen ist. War hier offen? Nee. Wem gehört? Zur Hölle. Oh. Oh, jetzt können wir hinter diese Spiegelwand. Aber vorher gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Haben wir vielleicht noch ein kleines Münzchen für uns? Sehr viel haben wir bisher gefunden. 68 Münzen. Von bisher 415 wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir so einiges liegen gelassen haben. Aber ganz ehrlich, ich habe mein Bestes getan. Mehr war nicht drin. Untersuchen. Ist das gewollt vom Killer? Oder ist das jetzt hier ein kleiner Fehler in seinem System? Dass das Ding hier geöffnet ist. Willst du das nicht öffnen? Hallo? Kann man hier nichts machen? Warum kann sie... Mach das Ding auf, Mann! Ich verstehe nicht, was ich hier tun soll. Vielleicht ihr Werkzeug krallen? Nein? Ich meine, ich kann durchsehen, aber... Aber ich kann nichts machen. Ist das so gewollt? Oder ich habe noch nicht gefunden, wie wir das Ding aufmachen können.
Das ist natürlich auch möglich. Vielleicht müssen wir noch irgendwas finden. Wobei, ich meine, wir haben ja so ein Werkzeug. Habe ich irgendwas übersehen? Moment, was steht? Suche nach einem Ausweg. Okay, das ist also die Info, die wir bekommen vom Spiel. Vielen Dank. Können wir hier wieder zurück? Wir können hier wieder zurück. Oder wir haben hier drin irgendwas vergessen. Wir brauchen irgendwas zum Aufstemmen. Können wir den Spiegel uns vielleicht jetzt angucken? Nee. Irgendetwas brauchen wir zum Aufstemmen. Aber ich finde hier nichts. Ich finde hier nichts. Hä? Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Kamera. Ja, gut. Taschenlampe an und aus macht ja keinen Unterschied, oder? Wenn ich mir das ansehe. Ich guck's mir nochmal an, aber irgendwie. Ich meine, guck mal hier, du hast doch hier was an der Gürtelschnalle. Du kannst das doch dir schnappen und einfach da reinjagen. Ich weiß halt nicht, was das ist. Dass sie auch noch nicht mal was sagt. So von wegen, irgendwie muss ich da reinkommen. Ich brauche etwas dafür. Am Kamin gibt's doch... Hier, was mit diesem Schürhaken? Nimm die doch. Die sind doch perfekt dafür, Mann. Shit. Die sind doch eigentlich perfekt gedacht dafür. Sie möchte nicht. Sie weigert sich. Ja. Irgendwas übersehe ich. Ich weiß nur noch nicht, was es ist. Oder wir haben tatsächlich irgendwas in dem anderen Raum vergessen. Ich gehe nochmal kurz gucken. Hier nämlich. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ist das der Fall? Also hier ist gar nichts. Da liegt ein Stock. Den können wir nicht gebrauchen. Die Dinge auch nicht. Nichts von dem, was hier ist, können wir gebrauchen, wie es aussieht. Und hier ist einfach zu. Wir kommen hier gar nicht zurück. What the fuck? Was mache ich denn jetzt? Oder ist das ein Bug? Ist das ein Bug? Muss man da irgendwas machen können? Hä? Ich geh nochmal zurück. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe nochmal hier hin. Aber ich habe doch so ein... Oh mein Gott. Ich sehe das hier jetzt erst. Wir haben ein Werkzeug. Warum nutze ich das denn nicht? Ich bin der schlauste Mensch aller Zeiten. Oh, was zur Hölle. Ja, was zur Hölle. Warum bin ich so? Was ist mit mir? Was ist das für ein Raum?